Oh, hey, du, Junge. Was ist denn, Mario Kalle, was? Hey, komm mal her, schnapp dir mal einen Schaber. Und wie jetzt ein Schaber? Rost oder was? Soll ich Rost runter? Wieso? Wir machen heute rustikale Rostionese. Was, Rostionese? Was soll denn das sein? Rostionese, das ist ein ganz gesundes Antitetanusmittel. Du willst haben, dass die Leute Rost fressen? Ja, in gewissen Dosen ist das okay. Das ist nicht okay, das ist giftig. Außerdem, weißt du, wie das schmeckt? Okay, keiner wird sagen, wow, die Mayo schmeckt ja richtig schön rostig. Ich krieg jeden Tag Zuschriften per Brieftaube. Du kriegst keine Zuschriften. Mayo, bring uns Rost mit. Kein Mensch schreibt dir irgendwelche Briefe, das ist dir schon bewusst. Und Mario Kalle existiert nicht, Kreis. Ja, du bist Kreis. Hast du vergessen, wer du bist? Du existierst nicht. Ach Gott, der Mann versinkt immer mehr in seinen komischen Wahnsinnsfiguren. Und ich hab gestern erst wieder Matrix gesehen. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es ist nicht der Löffel, der sich biegt. Du bist es, der sich verbiegt. Also ich find's irgendwie schon bezeichnend, dass... Was hast tausende, du von, mit Rost? Tausende von Menschen, ja, gucken im Internet live dabei zu, wie ein Mann immer mehr geistig in Abgründe abrutscht. Ja, ne? Und die feiern das noch voll. Hurra! Ja, es ist echt wirklich. Aber es ist okay. Es sind genug Leute dabei, die gesagt haben, Kreis, ich komme dich dann auch in der Klapse besuchen. Ja, schön. Schön. Schön, du bist am Abgrund, aber es wird geklatscht. Wir haben immer noch kein Wasser auf. Wir brauchen unbedingt ein Wasserding. Ja, mach doch mal was für Wasserdings. Wie baut man das? Warte mal. Keine Ahnung, irgendwie wird das schon gehen. Ich mache jetzt erstmal den Gyro-Mann. Ich habe Gyro-Aufgaben und um die kümmere ich mich. Jetzt sag bloß nicht, wir haben keinen Hammer mehr. Oh, einer noch. Das wäre jetzt mies gewesen, du. Das wäre jetzt richtig, ne? Wasserdestillierer hier. Stoff habe ich. Ein Seil, ein Wedel, eine Nuss. Okay. Seil, Wedel, Nuss brauche ich jetzt erstmal. Seil. So, warte mal. Ich muss mir erstmal hier Vehikel. Den Gyro-Mann wollen wir machen, ne? Ein Seil. Ich baue eine Batterie. Wo haben wir die ganzen Palmwedel hingelegt? Keine Ahnung, ich brauche auf jeden Fall eine Batterie. Es wird doch schon wieder dunkel hier, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Eine Batterie. So, was kann ich jetzt bauen? Jetzt kann ich hier so ein Propeller. Oh, Alter, ich mach den Gyro. Wo sind unsere ganzen Wedel? Ach, die sind auf dem Boot noch. Auf dem Boot. Oh. Ey, wir müssen schlafen gehen. Bring mal Bett mit. Steht das Bett nicht sogar da vorne irgendwo? Ich kann nichts sehen, also von daher, ich weiß es nicht. Oder steht es, keine Ahnung, wenn in irgendwelchen Kisten. Steht das Bett hier irgendwo rum? Ist das Bett in irgendeiner Kiste drin? Nee. Weil hier ist es mega, mega, mega dunkel. Dann bring ich mal lieber eine Lampe mit noch, hä? Also ich habe das Bett nicht im Inventar. Ah, ich hab's gefunden. Da, wo ich stehe, da kannst du schlafen gehen. Weil der Papa baut ein Gyro. Mit dem Gyro kann ich dann einfach zu einer anderen Insel fliegen, schnell Sachen holen, wieder zurückfliegen. Außer das Ding ist halt sauschwer zu steuern, wer weiß. Vielleicht stürzt sich auch ab und bin tot. Vielleicht stürzt er ab und stirbt. So, hier, Sleep. Sleepy Sloppy. Er war müde und feucht. Er war müde und feucht, hab ich zugegriffen. Mr. Sleepy Slop. So, wir hätten auch noch Stoff gesammelt, irgendwo ganz viel. So, ich brauche jetzt Sachen für einen Motor. Was brauche ich denn für einen Motor? Motorteil, dann brauche ich hier noch so einen Filter und ein Fuel. Alright. Filter und Fuel. Jetzt kann ich hier... Alter... Das Ding ist fertig! Da wäre auch noch ein Wedel gewesen. Deine. 1, 2, 3. Guck mal, hier baue ich gerade noch ein Gyro, aber uns fehlen noch Gyro-Teile. Not enough Gyro-Parts. Alter, ein Gyro. Ich glaub's nicht. Der Gyro. Ich hab ein Gyro. Ein Gyros. Warte mal, wie geht's? Ich habe keine Batterie. Hätte ich hier noch eine Batterie, könnte ich noch mehr Gyro machen. Erstmal mache ich noch hier ein Dings. Ein Feuer. Dann warte mal, ich mache uns mal hier noch ein Regal oder sowas hin. Es wird hier schon wieder hot, ne? Ja.
Stoffseil, 3 Stücke. Stoff. Dann können wir nämlich hier mal ein bisschen Kisten rein. Reinmatschen. Ich habe auch keinen Bock mehr, stundenlang mit dem Boot rumzufahren und Materialien zu sammeln, irgendwo da draußen in der Welt. Haben wir hier irgendwo einen Anzünder? Ja, mit dem Boot ist jetzt Geschichte. Boot, Alter, was bist du für ein primitiver Mensch? Ich fliege. Boot ist das für dumme Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatten wir noch einen Anzünder? Ich mach jetzt mal hier ganz schnell meinen Hammer. Dann kann ich auch hier eine... Warte. Hier, so eine blanken Wand. Irgendwo war ein Anzünder, hast du gefunden? Ich habe einen gemacht. Ich mache jetzt gleich hier... Wir werden auch hier verglühen wieder, ne? Weil die Sonne, die batscht. Die Sonne batscht, ja, wir müssen mehr Aloe finden. Die Sonne batscht gut. Wir brauchen mehr Aloe. Oder wir müssen Aloe anpflanzen. Was sagt eigentlich unser Wasser? Wie läuft eigentlich unser Wasser hier hinten so bei den, bei den Kartoffeln? Du kannst auch mal den Benzin-Dude scharf machen. So. Ach so. Wie macht man Wandhaken, Seil und Stock oder was braucht man dafür? Nur Stock, oder? Oder Stock und Seil, irgendwie sowas. Ein Woodhook. Hä? Ich hab mega den Glitch. Wieso? Weil ich kann Fleisch duplizieren irgendwie und die Anzündhölder schweben in der Luft. Alaber doch nicht. Hä, wieso hab ich die wieder im Inventar auf einmal? Gerade hab ich's noch aufgehängt. LOL. Ich hab irgendwie eine Fleischglitch-Connection. Alter, guck dir das mal an hier. Alter, guck ihn an. Es geht wieder los, die Mauer der Schande. Oh, nee. Oh, guck mal, der hat doch Mayo am Zahn. Da hast du Bock drauf, ne? Die Schandmauer, ey. Ich hab wieder gehört, die Leute wollen das haben. Aber du kannst nur... den kann man nur einmal herstellen. Mies. Muss ich den anderen ja wirklich holen. Du kannst nur die hier aufhängen, ne? Die anderen gehen gar nicht. Du kriegst ja Trophäen, kriegst ja nur von die Bosse. Ja, das meine ich. Die anderen geben gar nichts. Irgendwie schade. Ich habe gedacht, man kann alles aufhängen. So, warte mal, ich hole mal hier ein bisschen Sprit raus. Ja, und mehr von diesen Sprit-Dingern. Oh, viel mehr Sprit. Alter, die Flut kommt! Und die Flut kommt hier! Wie die Flut? Der spült uns ja alles weg! Wann kommt die Flut? Ja, hier kommt wirklich die Flut, Alter. Ich starte jetzt den Motor. Oh Gott. Oh. Boah, er fliegt davon! Wow! Voll merkwürdig, die Steuerung. Er fliegt davon! Ich bin der Gyromann! Auf Wiedersehen, Gyromann! Lass dich nicht vom Blitz erwischen! Ich versuch's! Flieh! Flieg, kleiner Gyromann, flieg! Hast du einen Kompass dabei? Nee. Scheiße. Aber den Carrier kann man ja nicht übersehen. Oh, wie geil. Ist richtig lässig. Und der verbraucht gar nicht mehr so viel Sprit. Der ist richtig öko. Ist nur ganz schön laut. Hat der ein Turbo? Was ist, wenn ich mit dem ins Wasser krache? Bin ich dann tot? Wahrscheinlich. Es wäre auf jeden Fall bestimmt nicht. Ich sehe da hinten auf jeden Fall eine Insel. Ich steuere jetzt mal eine Insel an. Mal gucken, ob ich es landen hinbekomme. Du weißt ja, landen ist immer das Schwierigste. Ich müsste nach Hause, da hätten wir noch mehr Gyro-Parts. Dann könnten wir für dich den Gyro auch bauen. Warte, die Insel ist ja ewig weit weg. Ist ja ewig weit weg, die Insel. Ja, jetzt müssen wir nur noch den anderen Ding finden, ne? Den anderen Boss. Und der ist ja sehr versteckt. Ist anscheinend ein Mech. Geilodon. Da hinten ist eine verdammt große Insel. Okay, Moment. Habe ich genügend Sprit nochmal für zurück?
Sieht nämlich gerade kritisch aus. Jetzt geht die Anzeige doch schnell runter. Ja, okay, sollte reichen. Wenn nicht, musst du mir Sprit rüberfahren mit dem Boot. Ich fahre nirgendwo hin. Klar, du bist so ein Fuel Delivery Boy bist du dann. Haben wir oben überhaupt noch Dings? Ach, wir könnten. Weißt du was? Ich glaube, ich sollte zurück. Ja, der Sprit geht gerade ganz gut weg. Also, Büro ist gar nicht so easy. Also, ich komme auf jeden Fall mit einem Tank zur Insel, weil der Carrier ist ziemlich weit weg. Also, du kannst damit schon Inselhopping machen. Ja, du solltest ja halt nur Spritcontainer mitnehmen. Wir wollen viel mehr Sprit, viel mehr Sprit. Wir bauen auf jeden Fall auch hier Krüge. Aber wie hast du eigentlich dieses Dings gemacht? Welches Dings? Jetzt wenn hier der Motor zum Beispiel. Was meinst du, wie ich den gebaut habe? Mit dem Hammer. Du brauchst einen Hammer. Wir haben doch diese hier, zack. Ach so. Ja. Die Motoreinheit von dem Endboss. Du musst im Inventar bauen und dann dran kleben. Ja, genau. Repariere das Flugzeugcockpit ist die nächste Mission. Und lagere Essen, lagere Wasser, lagere Treibstoff. Essen ist, habe ich jetzt gerade hier nichts, aber... Der Gyromann, er kommt zurück. Oh. Da bin ich. Hui. Wenn ich jetzt in den Rotor springe, bringe ich mich damit um? Oh, ich bin tot. Nee, Quatsch. Das ist mir bei Far Cry passiert. Jetzt bin ich ausgestiegen. Ja. Ist der Helikopter so ein bisschen nach vorne gekippt. Na gut, du brauchst ja echt viel Sprit. Der ist nicht so easy. Und du musst Reservesprit auf jeden Fall mitnehmen. Ich will Fleisch einlagern gerade. Was haben wir denn hier? Aber wir müssen Dings noch machen. Wir haben ja hier einiges an Ton gefunden, aber wir hier, oder wie heißt das hier? Quark oder woraus auch immer wir Steine machen? Mayonnaise. Wir brauchen Krüge. Ja, Krüge, dann können wir mehr Wasser schneller einlagern oben. Aber du kannst es, glaube ich, auch mit Kokosnussflaschen machen. Du kannst, ja, aber. Krüge haben einfach mehr Stil, ne? Ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen Ordnung gemacht. Drüben steht auch mal ein Regal. Oh, Nahrung ist auch schon extrem weit. Also was kann ich eigentlich mit Klebeband Gescheites machen? Ja. Weiß ich nicht. Brauchst du die nicht für Motorteile auch und so? Ja, vergiss nicht, wir brauchen auch ein bisschen Nahrung zum selber schlecken, ne? Ja, wir haben auf dem Boot noch von der großen Reise noch. Ja gut, dann schauen wir mal, dass wir Ton hinbekommen. Für Ton benötigen wir erstmal hier so einen Ofen. Was brauche ich denn für einen Krug? Ein Ofen, oder? Ein Krug. Hier, nur ein Ofen, ja. Ja, dann mache ich uns mal hier so einen Krug, du. Ein Kropkrug, ne? Ein Kropkrug. Kropkrug? Ja, wir haben ja keinen. Ja, einen Ofen. Ne? Und ich weiß nicht, ja, wie der Ofen easy geht. Ne, mach ich easy. Dafür brauche ich nicht viel. Ein bisschen Stock. Ja, 3 Stock. Jetzt bin ich wieder voll.
Müssen wir nur mal schauen. Ich lege uns mal hier. Kann man Blätter, Palmen, Stapel machen? Geht das? Ja. Palmwedel, Stapel. Ich muss sagen, so lustvoll am Strand zu bauen, macht aber irgendwie auch Spaß, ne? Ja. Aber hier ist schon wieder alles weggewedelt, ne? Deswegen wedel ich ja gerade hier hin. Müssten Palmen züchten. Ah, geil, mal so ein Sandblocker am Morgen, weißt du? Ja, hier runterspülen. Das gibt Kraft. Das gibt Kraft. Wie läuft's hier mit deiner Treibstoffproduktion? Ja. Aber du hast die ganzen Kartoffeln schon gepflückt. Das war vielleicht nicht so schlau. Nee, ich hab doch Kartoffeln hier. Achso, okay. Ja, weil die hier rumliegen, die gammeln nämlich dann irgendwann. Ja, aber die... Ich mach jetzt noch einen Ofen. Und noch einen Treibstoffofen. Wir brauchen ja viel mehr. Ist ja noch lange nicht genug. Dafür brauche ich, Akanista. Das ist halt alles sehr, sehr baulastig, ne? Stöcke. Oh, Stöcke gehen uns aus. Wir wollen unbedingt Stöcke, du. Ja, gut, die kriegen wir ja an den einschlägigen Inseln. Einfach ein bisschen hacken wieder. Können wir gleich neue Palmwedel mitbringen wegen Wasser. Aber erst brauchen wir noch ein bisschen Sprit. Ich weiß nicht, wie viel Sprit wir noch haben. Das ist sonst zu unsicher, wenn du dann mit dem Gyro losfliegst. Naja, klar. Also noch ein, zwei Fischlein und dann... So, hier drüben entsteht Sprit. Also mit Fischen sind wir bald durch, oder was? Mit Essen haben wir gleich durch. Essen haben wir gleich. Ich habe gleich genug Essen gelagert. Ich hole jetzt, glaube ich, hier noch einen, so eine Futterportion und dann haben wir genug Essen. Wo ist denn hier der Anzünder? Hier drüben. Ja, und da müssen wir halt noch ein Monster jagen. Also ein bisschen was haben wir noch zu tun. So, hier wird schön gebrutzelt. Eigentlich bräuchte man von diesen Sprit-Raffinerien 10. So, jetzt sind auch meine Kartoffeln schon wieder leer. Es geht so schnell. Haben wir hier noch Wellblech? Dann könnte ich nämlich hier nochmal... Da hinten liegt noch was, ja. Oder? Ah, nee, hier mal Kartoffeln anbauen. Wir müssen hier eh mehr anbauen. Hier lag was, aber das hast du schon alles verbaut, hä? Na, eins habe ich noch da hinten, aber ich brauche zwei. Wir müssen mehr anbauen, wir müssen viel mehr anbauen. Jetzt machen wir hier Wedel. Dass man hier Planken nicht stapeln kann, finde ich auch irgendwie doof. Oh, hier mein Kabeljau. Guck mal, du kannst alles stapeln, aber Holzplanken nicht. Nee. Oh, gross. Kabeljau, Freunde. So. Flupp. Okay, jetzt hätte ich mein Gyro dann voll betankt. War gut Soup, ey. Ja, Gyro ist jetzt voll betankt. Der läuft jetzt. Ja, nur halt was in der Tasche für den Rückweg. Ja, klar, du brauchst noch Rückwegssprit. Und hier könnte ich jetzt Krüge machen. Warte mal, wie gehen denn Krüge? Eins, zwei. Ich glaube, was brauche ich dafür? Ich glaube nur Ton und Seil. Ja. Manchmal nehme ich mal hier zwei Stück. Das kann ich hier. Wo ist denn Wasser? Na, das habe ich jetzt hier drin. Anscheinend.
Wir bauen davon mehr von diesen Wassergewinnungsapparillos, ne? Wie macht man denn so einen? Wie viel Lehm braucht man? Da wir eh den Hoboofen nicht verwenden, der ist ja eh Schmutz. Wie viel Lehm braucht man? Nee, Wassergewinnung. Wir brauchen mehr Wassergewinnung. Krüge ja, sind easy. Aber wie mache ich mir denn einen Ja, einfach nur zwei Lehm und einen Schnur. Aber hier kannst du auch von meinen. Der eine ist empty. Achso, ja gut, aber dann, wir können nicht genug Krüge haben. Ich will auch mal craften, damit ich ein Craft-Level kriege. Kannst du überhaupt schon craften? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja klar, ich halte dich nicht vom Leveln ab. Ich weiß nicht, was für ein Level du dafür brauchst. Siegelabfall brauchst du Level 5. Du musst Q drücken, also einmal C, einmal Q und dann ganz runter. Water Bottle, wahrscheinlich auch Level 4 oder 5. Oh, ein Lederwasserbeutel. Wasserflasche brauchst du 4. Was hast du? Ah, guck mal hier. Ich weiß nicht auch, wozu die Ayuga-Pflanze ist. Für Atmen, Atemluft. So. Ich hab Level 3, denke ich mal dann, ne? Ja, wahrscheinlich, so Level, ja. Level 3,8. Ja. Ich bin jetzt fast Level 7. Naja, fast. Das dauert noch ewig. Ich bin Level 6,1. Ja, ich könnte jetzt mit dem Gyroman los, aber wir müssten eigentlich dann im Endeffekt jetzt erstmal gucken, dass wir halt... Die Palmenbädel sind ja schon wieder leer. Wo ist der Bädelstapel? Da, links. Ja. Wo ist Wasserkram? Hier, drei Steine, ein Wedel und eine Flasche brauche ich noch. Lange nicht noch irgendwo Flaschen? Ja, hier ist eine, da wo ich stehe. Nee, die Kokosflaschen. Ja, hier. Achso, warte. Jetzt mal eben. Ah. Das ist so sehr. Wird schon wieder dunkel, ne? Ist doch keine Kokosflasche, das ist eine normale. Nein, da wo ich stehe. Hier. Nicht. Hier. Stimmt, siehst du, hier hatten wir welche hingeschmissen. Drei Steine noch. Steine haben wir hier drüben noch. 9. Das war auch. Yes, wir müssen. So many. So, jetzt ist die hier mit... Da passen 5 Schluck Wasser rein. Weil jetzt gehe ich einfach da oben hin und drücke dann irgendwie die Taste oder was. Lass mal schlafen gehen. Ich speicher. Geht schon schlafen? Oh, das Bett aufgenommen. Sleep. Ja, geht. Also muss man einfach oben hin und im Endeffekt einmal reindrücken und dann ist... Ja, das Ding in die Hand nehmen. Also jetzt, ich gehe auch nochmal hoch, weil ich dann jetzt Essen reintue. Packe ich nämlich schon mal das Essen oben rein. Und dann haben wir Essen fertig. Und wenn du jetzt da 2 Flaschen Wasser oder was, oder 3, wird wahrscheinlich reichen, ne? Wenn da 4, 5 Schluck reingehen. Ist doch voll Dusch da. Deswegen habe ich schon da Lampa mit. Immer Lampa mit. Ist doch irgendwo auch noch eine Lampa. Irgendwo lag da noch eine, neben so einem Speer irgendwo. Ja, hab sie gefunden. Na, würde ich sagen, in der nächsten Folge, ja, Megalodon, ne? Die Frage ist halt, ich könnte ja noch so ein bisschen das Boot erweitern, ob wir dann vielleicht, Food ist voll. Ob wir dann vielleicht es hinbekommen, den Gyro so auf dem Boot zu haben. Brauchen wir aber viel Auftrieb. Ja, das Boot muss halt richtig groß sein. Wird das Boot dann langsamer? Weiß ich nicht. Wo ist Wasser hier drüben? Oh, Wasser haben wir noch gar nichts? Nee. Oh, guck mal, aber es hat gut was gebracht. 3-mal so ein ja. Vollen Krug rein und es war's. Ja, und dann brauchen wir im Endeffekt... Ja, Treibstoff müssen wir noch lagern, ne? Ja. Wäre geil, wenn es irgendwie sowas wie einen Mülleimer gäbe, weil man hat auch so viel Zeug, wo man gar nicht braucht, ne? Ja, gut, klar.
Na gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Gyrokopter gebaut. Ey, warum ist immer noch dunkel? 5.16 Uhr. Finstere Nacht. Finstere Nacht im Schacht. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine kleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.